So, und es geht kurios weiter, und zwar mit diesen Frauen hier, die Kopfschmuck aus alten Kronkorken tragen. Was für uns ziemlich seltsam ist, das hat für manche Menschen offenbar eine ganz besondere Bedeutung. Um diese Menschen zu treffen, fliegen wir nach Äthiopien. In die Stadt Arba Minch im Südwesten des Landes. Von hier aus reisen wir weiter. 600 Kilometer und 2 Tage quer durchs ganze Land. Auf der Suche nach dem Volk der Dashanesh. Denn für die Frauen dieses Stammes sollen angeblich einfache Kronkorken echte Schätze sein. Wie für sie, Cholmo. Sie ist eine Dashanesh und lebt zusammen mit 400 Menschen in einem kleinen Dorf, kurz vor der Grenze zu Kenia. Sie will uns zeigen, warum die kleinen Deckel aus Metall hier so wertvoll sind. Und dafür nimmt sie uns mit auf ihre Suche. Wir suchen Kronkorken und kleinen Metallschrott. Also das, was wir eigentlich wegwerfen. Diesen Müll findet sie nicht in unmittelbarer Nähe. Holmo muss dafür in die nächste Stadt. Und während unserer Wanderung bekommen wir zum ersten Mal einen Eindruck davon, wie wertvoll für diese Frauen einfache Kronkorken sein müssen. Denn wir wandern 2 Stunden bei 40 Grad durch eine staubige Steppe. Wir sind an einem Fluss. Hier verrät uns Holmo, was die größte und gefährlichste Hürde bei ihrer Schrottsuche ist. Denn die kleinen Boote kentern leicht und die Überfahrt kostet auch viel Geld. Die Fahrt kostet 80 Cent pro Person. Haben wir kein Geld, müssen wir mit Getreide zahlen. Unser Müll ist den Frauen viel wert. 80 Cent sind für die Dashanesh ein Vermögen. Sie sind Selbstversorger und verdienen nur Geld, wenn sie für Touristenfotos posieren. Aber die kommen selten in diese Gegend. Um die Kronkorken zu finden, muss Holmo mitten in die Stadt. Für sie und die anderen Frauen eine unangenehme Situation. Die Stadt mögen wir nicht so. Es ist alles zu modern und es gefällt uns nicht, wie sich die Leute verhalten. Denn hier werden sie oft von Männern angestarrt. Kleidung spielt im Stamm der Dashanesh keine Rolle. Frauen müssen lediglich Röcke tragen, aber der Oberkörper ist bei allen unbedeckt. Unser Ziel, eine Hotelbar. Im Hof hoffen die Frauen, Kronkorken zu finden. Hier gibt's die besten Kronkorken. Wenn wir Glück haben, ist gerade niemand da. Weil sie aber nackt sind, dürfen sie hier nicht sein. Wenn man sie entdeckt, werden Holmo und die anderen Frauen sofort vertrieben. Deshalb geht alles ganz schnell. Wir können es gar nicht glauben, wie flink die Frauen ihre Kronkorken gesammelt haben. Heute haben wir richtig viel gesammelt. Aber für Metallschrott haben wir keine Zeit mehr. Es ist schon spät und wir müssen unsere Babys noch stillen. Wir sind überrascht. In weniger als 2 Minuten ist ihre Suche bereits vorbei. Für Hin- und Rückweg brauchen die Frauen aber fast einen ganzen Tag. Und das für eine Handvoll alter Kronkorken. Warum der ganze Aufwand? Für ein bisschen Schrott? Zurück im Dorf lüftet Holmo das Geheimnis. In ihrer Hütte zeigt sie uns ein Stück Leder. An ihm hängen unzählige Kronkorken. Scheinbar ist das eine Kopfbedeckung. Zuerst sind wir enttäuscht, denn das Ganze wirkt auf uns wie einfacher Schmuck aus Müll. Aber die Kopfbedeckung ist eigentlich ein Lendenschurz. Den machen wir für unsere Töchter. Bei Festen tragen wir ihn. So weiß jeder, wer schon eine Tochter hat. Und heute mache ich einen für mein kleines Mädchen. Für die Dashanesh ist dieser Schmuck aus Kronkorken also ein stolzes Symbol. Nur Frauen, die bereits eine Tochter geboren haben, dürfen ihn tragen. So wie Holmo, die gerade Mutter geworden ist. Wie es die Tradition verlangt, wird Holmo den Schmuck später an ihre Tochter vererben. Und zwar, sobald diese stehen kann. Dann dient die Kopfbedeckung als Lendenschurz für das kleine Mädchen. Unsere Großeltern haben noch Astzweige verwendet. Aber die Kronkorken lassen sich viel einfacher bearbeiten. Manchmal kommen Touristen vorbei und wollen uns den Kopfschmuck abkaufen.
Aber Schmuck, den wir am Körper tragen, verkaufen wir nicht. Damit drücken wir unsere Persönlichkeit aus. Das wäre dann so, als ob wir einen Teil unserer Seele verkaufen würden. Und das ist gegen unsere Tradition. Holmo hat ihren ersten Kronkorkenschmuck fertig. Bis sie ihn an ihre Tochter abgeben muss, trägt sie ihn selbst voller Stolz bei Festen. So wie heute. Holmo wird offiziell eingeführt in den Kreis der Frauen, die ihren Schmuck an ihre Töchter vererben dürfen. Und das ist das Geheimnis hinter dem wertvollen Müll. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde, jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja, genau. Jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.